Nein, natürlich. Ich hatte große Möglichkeiten. Ich hätte der Mannschaft sehr helfen können, gerade was die ersten beiden Torchancen betrifft. Sehr, sehr unglücklich für mich, für die Mannschaft. Haben hier 0-0 gespielt. Ich glaube, hätten wir das vor der Partie gewusst, ich glaube, dann wären wir alle relativ zufrieden gewesen. Wenn man den Spielverlauf sieht, denke ich, können wir nicht so zufrieden sein, was eben die Torchancenauswertung betrifft. Aber wir haben noch ein Rückspiel und wir sind guter Dinge. Ja, wir haben auch gerade in der Kabine ein bisschen noch geflaxt, wie der eine oder andere Ball auch nicht reinging. Wenn ich an das Ding von Robert denke, also normalerweise macht er den nachts um 3. Aber so war das heute. Der Ball wollte irgendwie nicht rein. Es ist trotz alledem gut, dass wir diese Chancen uns rausgespielt haben, dass wir gezeigt haben, wie stark wir sind. Ich glaube, dass wir den Respekt bei Malaga noch mal deutlich erhöhen, auch für das Rückspiel. Aber es bleibt alles insgesamt dann ein gefährliches Ergebnis. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir es packen können. Wir müssen zufrieden sein mit diesem Resultat. Aber wir müssen ehrlich sein, dass heute Borussia Dortmund hatte die bessere Torchance gehabt. Gott sei Dank, die hatten verschossen. Aber wir haben schon vor dem Spiel gewusst, dass wir eine sehr schwierige Viertelfinale. Die Borussia Dortmund ist eine ganz starke Mannschaft. In Europa hat die zwei letzten Jahre die Bundesliga gewonnen, deswegen ist eine ganz gute Mannschaft. Ja, die Druck ist jetzt, die sind die Leute, die müssen jetzt das Spiel gewinnen. Also ich glaube, dass wir haben das Harte schon geschafft. Das ist, dass wir haben kein Tor kassieren und wir können da gehen, jetzt unser Spiel ausliefern. Und wenn wir ein Tor machen, dann natürlich, das steht immer hinter Kopf für den auch. Und glaube ich, das wird ein sehr interessantes Spiel. Das 0-0 ist von den Unentschieden natürlich das, was das schlechteste Ergebnis, was ein Unentschieden angeht, aber es ist ein Unentschieden. Ja? Und das heißt, wenn wir zu Hause, und wir haben bis jetzt die Champions League-Spiele allesamt zu Hause gewonnen, wenn wir das Spiel zu Hause gewinnen, dann sind wir weiter. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.